Dann haben wir einen ganz tollen, schönen Film zusammen gemacht. Mhm. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Weil so der Rest ist Historie, wie man so schön sagt. Denn dann geht es so richtig los im Filmgeschäft. Dabei war es ja eigentlich die Geige. Du hast auch tatsächlich studiert in Dresden. Ja. Du bist Diplom-Violinist, nicht wahr? Ja. Also, ne, ich darf mit der Geige Geld verdienen, heißt genau. Es, glaube ich. Genau, so in etwa. Und das tust du ja auch weiterhin. Und ich finde es total faszinierend, das beschreibst du ja auch, die Geige sozusagen, nachdem du so gerne Klavier lernen wolltest, aber das war schon belegt durch deinen Bruder und dann kam die Geige, aber das war der Treffer. Und wie die Geige eben immer dabei ist, auch die Lehrenden waren ganz wichtige Menschen für dich durch alle Hoch und Tiefs. Und dann kam aber irgendwann die Schauspielerei dazu, aber eine Ausbildung hast du nicht gemacht, oder? So richtig Schauspiel? Schauspiel, naja. Also musstest du ja nicht Learning by Doing, so genau, Naturtalent. Ja, ich habe immer gesagt, den Regisseuren immer, mach das Ding an, ich mach dir was. So, und das funktioniert immer. Nein, tatsächlich habe ich mich auf die Reise gemacht. Tatsächlich nach Katrin und Vladi mit Jens zusammen habe ich wirklich eine ganz, ganz tiefe Liebe empfunden zu diesem Beruf und zu der Neugier für Figuren. Und habe mich auf die Reise begeben und habe ganz viele Lehrer kennengelernt, habe Workshop kennengelernt, habe mit Sven Schabe gearbeitet. Dann natürlich die Regisseure, mit denen ich gearbeitet habe, das sind ja immer ganz, ganz tolle, interessante, inspirierende Menschen. Und ich wollte tiefer einbringen in den Beruf Schauspieler und habe mir dann die Rollen auch so ausgesucht, dass sie nicht immer nur so oberflächlich sind und ich einfach nur das Gesicht in die Kamera halten muss, sondern ich wollte immer, bin auf die Suche gegangen, was ist da, wie kann ich einer Figur mehrere Facetten abtrotzen, positiv, negativ und eine Erlösung finden auch für jede einzelne Figur. Das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, dass ein Bösewicht nie einfach nur böse ist, sondern da gibt es immer noch Facetten und die versuche ich dann mit reinschwingen zu lassen. Was ich wirklich faszinierend finde, dass es für dich offenbar, zumindest dem Buch nach, nie hieß End oder Weder, Geige oder Schauspiel. Vielleicht gab es zwischendurch mal solche Momente, aber grundsätzlich hast du ja es geschafft, auch beides zu praktizieren. Bedingt sich das einander für dich? Auf jeden Fall. Also ich habe gemerkt im Studium, diese Isolation von jeden Tag 5 bis 8 Stunden Geigen, da spürte ich in mir, oh, jetzt nach jeder Stunde, oh, ich gehe mal in die Mensa, vielleicht sehe ich ein paar Gesichter. Und da habe ich gemerkt, dass ich Menschen brauche. Ich brauche diesen Austausch mit Gesichtern, mit Herzen und diese Sehnsucht, das ist dann vielleicht dieser Schauspielerteil. Und ich bin wahnsinnig gerne am Set mit Teams, gemeinsam eine tolle Lebenszeit kreieren. Und auf der anderen Seite lade ich dann meinen Akku mit meiner Geige alleine in der Isolation wieder auf. Und so ist die Balance, diese Waage in meinem Leben, sind es halt diese Berufe. Und ich habe mir das nicht nehmen lassen von dem, egal wem, der gesagt hat, Sie müssen sich entscheiden, Herr Budrawitzki, entweder sind Sie jetzt Geiger oder sind Schauspieler. Diplom-Geiger. Diplom-Geiger. Und ich hatte dann wiederum tolle Geigenprofessoren, die gesagt haben, ich verstehe das, wenn du drehst, drehst du. Und wenn du studieren kommst, dann arbeiten wir. Und der eine Professor hat mich bei sich einziehen lassen, hat mir ein Zimmer gegeben und er hat dann morgens um 6 an die Tür geklopft, Kaffee ist fertig, Attacke. Und dann wurde geübt, und dann habe ich geübt und dann habe ich meine Diplome alle gemacht und immer wenn ich gedreht habe, war er stolz auf mich und hat mich nicht irgendwie versucht, in irgendwelche engen Räume zu sperren. Aber wenn du drehst, ist die Geige eben auch immer dabei und dann kann es schon mal dazu kommen, dass so eine Session mit Kevin Costner oder keine Ahnung mit wem mal eben so in der Pause stattfindet, überhaupt über das Drehen, über die Begegnungen mit unterschiedlichen Regisseuren, Schauspielkollegen schreibst du auch und eine schöne Szene hast du uns auch mitgebracht, ja, die wir uns jetzt mal anhören. Jawohl, und zwar eine Szene aus Enemy at the Gates. So, passt auch, ihr Lieben. Während des Drehs war ich öfter in der Nähe des Hauptdarstellers Jude Law zu sehen. Das muss Arnaud gefallen haben, denn am Ende meines Drehtages kam er zu mir und sagte einfach, You come back tomorrow. Ich verstand das erst gar nicht, was er meinte. Dann bekam ich einen Credit. Würdigung, so nennt man Rollennamen, die im Abspann des Films auftauchten. Ich war Comrade in Train, ein Gefährte im Zug und der erste Kamerad, den Zaitsev, gespielt von Jude Law, auf seinem Weg auf das Schlachtfeld von Stalingrad verliert. Die große Überraschung, um mich dafür immer wieder im Bild zu haben, wurde aus einem Drehtag unvermutet ganze 11. Ein ausgemachter Glücksfall. Amerikanische Produktionen sind so flexibel, dass auch noch direkt am Drehort, sogar während des Drehens gewissermaßen auf Zuruf, das Drehbuch verändert werden kann. Auf diese Weise blieb ich in der Nähe von Jude Law.
Wir hatten kleinere Dialoge an verschiedenen Stellen, die unsere Unsicherheit und die Ungewissheit über die nächsten Tage oder auch nur Stunden unseres restlichen Soldatenlebens zeigen sollten. Jude Law war ein völlig unkomplizierter und gänzlich uneitler Kollege, wie übrigens die meisten wirklichen Stars, denen ich in meinem bisherigen Schauspielerleben begegnet bin. Das traf auch auf meinen Filmkontrahenten Ed Harris zu, der mir eine ausgesprochene Lebensweisheit auf den weiteren Berufsweg mitgegeben hat. Drehtage mit derartigen Massenbewegungen sind immer mit längeren Wartezeiten verbunden. Natürlich war eine Produktion dieses Ausmaßes auch für mich neu und aufregend. Entsprechend nervös fieberte ich immer meiner nächsten Szene entgegen. Die Warterei machte mich allerdings wahnsinnig. Und da kam Ed Harris und fand das offenbar amüsant. Wollte mich aber auch beruhigen und sagte mir mit seiner sonoren Stimme: "Len, they pay us for waiting. The performance is for free." Sie bezahlen uns fürs Warten. Das Spielen ist umsonst. Ich versuche seitdem, unvermeidliche Wartezeiten in Ruhe zu absolvieren und nach Möglichkeit etwas zu entspannen. Damals konnte ich das noch nicht. Ich flüchtete mich ins Spiel und wenn ich nicht spielte, dann tat ich eben etwas anderes. Gedreht wurde in den kalten Monaten Januar und Februar. Angeblich hat man damals Material für insgesamt 70 Stunden Film produziert. Wobei von Anfang an klar war, dass der Film eine Länge von allenfalls 3 Stunden nicht überschreiten durfte. Doch irgendwie war dieser Drehplan nicht zu schaffen. Deshalb musste Ende April nachgedreht werden. Das Problem dabei: in den letzten Tagen dieses Monats schossen die Temperaturen plötzlich auf sommerliche 25 Grad und mehr in die Höhe. Ein unvergessliches Erlebnis, sich bei diesen Temperaturen in Weltkriegswinterbekleidung und wieder im Laufschritt vor der Kamera zu bewegen. Nun gut, mögen sich die Verantwortlichen gedacht haben, je erschöpfter die Komparsen, desto authentischer ist der Gesamteindruck. Zusätzliches Kopfzerbrechen bereitete ihnen das inzwischen vorherrschende Licht. Hatte im Januar und Februar noch ein saisonal-regional brandenburgischer Himmel die martialischen Szenen verdüstert, leuchtete jetzt überall rauschhaft der Frühling. Um keinen Kunstgriff verlegen, schritt die Produktion zur Tat, eine Art Klimaoffensive, die zur heutigen Zeit ein ausgewachsener Skandal und mittlerweile völlig unvorstellbar wäre, damals aber die Rettung des Films bedeutete. Durch die Verbrennung größerer Mengen Schweröl stieg Rauch in die Höhe und blockte das Licht quasi oberhalb des Schwenkbereichs der Kameras wirksam ab, sodass am Boden es so aussah, als herrschte immer noch harscher, trüber Winter. An einem meiner letzten Drehtage hieß es bei unserer Ankunft in Stalingrad-Brietzen: nach Überquerung der Wolga sollen wir aus den Booten ins Wasser springen und in Richtung des Ufers stürmen. Und zwar genau in dem Augenblick, wenn ein Angriff deutscher Sturmkampfbomber auf die Truppe niedergeht. Die aufwendige Massenszene wird immer und immer wieder wiederholt. Hier sollen auch meine letzten Stunden als Comrade in Train schlagen. Noch bevor wir alle den Kahn verlassen können, sinke ich tödlich getroffen in die mittlerweile ins Boot geflossene, blutig gefärbte Brühe der Tagebau Wolga. Um mich herum höre ich Schüsse, Schreie, die anderen Soldaten versuchen panisch, den sinkenden Kahn zu verlassen und nehmen auf mich, den Toten, wenig Rücksicht. Etwa 150 Komparsen springen dicht neben mir, aber auch gerne direkt auf mich, um dann so schnell wie möglich ins Wasser und vor allem lebend das Ufer zu erreichen. Das gefällt dem Regisseur so gut, dass er plötzlich "And now, all on land" und jetzt alle Kameras auf land ruft. Ich habe noch etwa 2 Sekunden Zeit, mich zu freuen. Toll, alle Kameras sind jetzt auf mich gerichtet. Dann schießt ein stechender Schmerz durch mein Knie. Ich weiß nicht mehr, wie viele meiner Kollegen mit vollem Körpergewicht mein rechtes Knie treffen. Ich habe furchtbare Schmerzen, muss aber die Szene natürlich trotzdem durchhalten. Und das bitte nicht mit schmerzverzerrtem Gesicht. Ich bin ja schließlich tot. Als der Regisseur endlich das ersehnte Cut ausruft und ich versuche, im Wolga-Blutbad aufzustehen, spüre ich sofort, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Es gelingt mir jedenfalls nicht, auf die Beine zu kommen.
Mein rechtes Knie hat seinen Umfang gefühlt verdreifacht und ich habe derartig höllische Schmerzen, dass mir der Abwehrmechanismus meines Körpers erstmal eine gnädige Ohnmacht spendiert. Irgendwie werde ich aus den Fluten gezogen und finde mich in einem Rettungswagen wieder. Mit Blaulicht und Sirenen geht es glücklicherweise nicht ins Stalingrader Kriegslazarett, sondern direkt ins Cottbuser Krankenhaus. Der dortige Röntgenbefund bescheinigt mir einen Kreuzbandfaserriss als Quittung für meinen Bart in der Menge und ich bekomme einen eindrucksvollen Gips, der bis heute meinen rechten Oberschenkel nicht mehr vorhanden ist und in der vorsommerlichen Hitze wunderbar juckt und kribbelt. Ein Gitarrist.